Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder Thema Bürstenfilter und da vielleicht für viele einen wirklich geilen, guten Tipp. Lieber Martin, mein Teich war in Modern Koi Entertainment Folge 24 zu sehen. Kurz nach der Ausstrahlung hat der Trommelfilter in Klammerfadenalgen aufgegeben. Da ich oft geschäftlich unterwegs bin und daher von der Technik weg wollte, habe ich meine Filterkammer mit GFK laminiert und mir mit Genesis Bürsten bestückt. Jetzt meine Frage, was heißt Filterputzen? Heißt das nur das Standrohr ziehen oder gleichzeitig auch Bürsten und Filterboden abspülen? Wenn ich das Standrohr einmal pro Woche ziehe, hätte ich schon einen Wasserwechsel von 20%. Alternativ könnte ich das auch mit einen kontinuierlichen Wasserzulauf regeln. Was macht mehr Sinn? Wenn du mal wieder in der Wetterau bist, freue ich mich natürlich über einen Besuch. Grüße aus Butzbach, Rüdiger. Rüdiger, ich würde auf jeden Fall bevorzugen, zieh einmal in der Woche dein Standrohr oder entleer einmal deinen Bürstenfilter komplett. Und wenn du das sogar zweimal in der Woche machst, dann kann ich dir versprechen, dann bleibt dir in Abhängigkeit von der Verschmutzung natürlich oder was, welche Art von Schmutz du hast, bleibt dir es vielleicht auf alle Ewigkeiten erspart, die Bürsten komplett zu reinigen. Olli Rogisch, unser bestes Bürstenfilterbeispiel, einer der ersten, der sich einen Mörderbürstenfilter gebaut hat, der auch nie wieder was anderes bauen würde, weil er wirklich die Summe aller Vorteile hat, niedrige Ammoniumwerte, niedrige Nitritwerte. Er hat eine Betriebssicherheit wie kein zweiter. Er kann 4 Wochen zur Olympiade fahren, das habe ich ja schon oft erzählt, oder er hat es auch schon erzählt. Man muss sich über den Ausfall seiner Gesamtanlage überhaupt keinen Kopf machen. Er hat mehrere Pumpen angeschlossen. Wenn mal eine kaputt geht, passiert auch den Fischen nichts. Also kurzum, er ist mega zufrieden mit der ganzen Geschichte. Er hat 2 Bürstenfilter in Reihe geschaltet. Den hinteren hat er, glaube ich, noch gar nie über die Jahre sauber gemacht. Er arbeitet rein biologisch, also rein für die Nitrifikation zuständig. Und der vordere, da kommt natürlich der ganze Schmutz an. Aber er sagt, Martin, ich gucke, dass einfach das Standrohr, ich glaube, er hat ein Standrohr, dass das Standrohr einmal in der Woche gezogen wird, Schmutz raus, fertig aus, passt. Und er hat die 2 Filter so geschalten, dass im hinteren Filter auf jeden Fall das Wasser dann drin bleibt und der vordere entleert wird. Und das Einzige, was er sagt, und das ist genau der Tipp für jeden, der sich einen eigenen Bürstenfilter baut, das Einzige, was er sagt, er würde heute hergehen und würde sich wahrscheinlich eine Zisterne bauen, wo er einmal das gesamte Wasser des Bürstenfilters entleeren kann und dann nicht über ein 100er oder über ein 150er Rohr, sondern ein 200er Rohr nimmt und das einmal zieht, dass auf einen Schlag das Wasser mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, und das Wichtige ist, der Ablauf vom Bürstenfilter sollte dort sein, wo der Zulauf ist, weil so rum wird der Schmutz gefangen und so rum wird er idealerweise wieder rausgespült. Da unten ein 200er Rohr raus, rein. Sie ziehen das und das ganze Wasser wusch geht einmal weg. Entweder Sie können es direkt an eine Kanalisation, wenn Sie einen 200er Anschluss haben, anschließen, haben die wenigsten. Oder Sie machen eine Zisterne, wo Sie nachher eine Oase Schmutzwasser, die Mud Drain heißt, die glaube ich, mega geiles Teil. Stellen Sie 2 so Dinger rein, pumpen Sie in die Kanalisation und alles ist weg. Und dann sparen Sie sich wirklich die Arbeit, die Bürsten einzeln mit Teichwasser abzuspülen. Was wirklich nicht häufig der Fall ist, die meisten Bürstenfilteranwender machen das 4, 6, 8 Wochen Rhythmus, je nachdem. Blöd ist es manchmal, wenn man so diese kleinen Algenflusen hat oder ein richtiges Algenproblem. Wobei, das wissen wir und du schreibst es hier auch, so eine richtige Fadenalgenplage ist für jeden Filter eine Herausforderung. Ein Trommelfilter kann außer Kraft gesetzt werden, Papierfilter können zum Dauerpapierkonsument werden und auch ein Bürstenfilter kann übermäßig stark verschmutzt werden. Das ist wirklich eine Ausnahme. Wer das hat, sollte einfach gucken, dass er das unter Kontrolle bekommt. Aber ich glaube, die meisten von Ihnen machen ja ohnehin heute schon ein entsprechendes Algenmanagement, um das einfach zu unterdrücken. Ja, und permanenter Wasserzulauf, da ist halt gewährleistet, dass es halt immer zuläuft. Und beim Wasserwechsel, da habe ich zum einen eine höhere oder der permanente Wasserzulauf ist der Garant dafür, dass immer Frischwasser reinkommt, was auch gut für einen pH-Wert ist. Da habe ich aber eine geringere Verdünnung. Also mit anderen Worten, wenn ich 20% über einen permanenten Wasserzulauf die Woche zulaufen lasse oder 25% oder ich mache einmal in der Woche 25% Wasserwechsel, habe ich mit Sicherheit bei dem Wasserwechsel, wo ich erst das alte Wasser rauslasse und dann das frische reinlasse, habe ich niedrige Nitrat- und niedrige Phosphatwerte, ja, habe aber auch ein Abfall der Temperatur, während ich das mache. Und mitunter, manche Filtersysteme können dann auch nicht mehr laufen, siehe Trommelfilter oder auch Papierfilter, andere Gravitationsfilter, die von dem Teichniveau abhängig sind, wobei das kann man verkraften. Also ich bin eigentlich Freund von beidem. Wenn ich so einen Teich jetzt aufbauen würde,
würde ich wahrscheinlich zum einen einmal in der Woche den Filter entleeren, den ganzen Schmutz raus, und würde aber gleichzeitig nochmal 10% des Teichvolumens über einen permanenten Wasserzulauf zulaufen lassen. Einfach, man hat mal keine Zeit, dies, das hat man nicht gesehen, dass einfach so eine Grundsicherheit, so ein Grundwasserwechsel vorhanden ist. Also, Rüdiger, vielen Dank für deine Frage. Schreib eine Mail an info@konische-koi.com, dass wir bei dir vorbeikommen können in der Wetterau. Da ist ja die wunderschöne Koi-Lodge. Sind wir öfters mal, kommen wir gerne mal vorbei. Bis dann. Ciao.